Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder alle da seid. Wie gewohnt gibt es wieder einen Produkttest. Was genau, seht ihr nach dem Trailer. Freut euch schon mal drauf. So, hallo, da sind wir schon wieder. Und heute gibt es was ganz, interessant, das hat noch keiner getestet. Dachte ich, komm, können wir mal machen. Wir sind ja alle heute auf dem Trip. Es muss gesund sein. Und da habe ich mir gedacht, hier, solche Smoothies vom Aldi, kann man sich mal geben. So, und zwar haben wir jetzt hier Orange, Karotte, Mango und andere Früchte. Ja, was sind denn andere Früchte? Das ist natürlich auch schon wieder interessant, ne? Traubensaft, Bananenmark, Karottenpüree, Mangopüree, Orange, Zitrone, ja. Vorgebraucht schütteln. Also das Ding kostet irgendwie, also die Dinger hier kosten 1 Euro pro Stück. Ja. Also, wie sieht es denn aus hier mit Zucker? Hier, Zucker. Davon Zucker, also das heißt pro Flasche 29,5 Gramm Zucker. Ist nicht wenig. So. Das riecht nach nichts. So. Ah ja, schon. Ich weiß nicht, ob man sieht. Warte. Das ist schon sehr breiig. Ja. Geschmacklich ist okay. Also ich würde jetzt nicht, ja, doch, die Karotte schmeckt man ein bisschen raus. Ja, Karotte und vielleicht ein bisschen die Orange oder so. Also genau rauszuschmecken, was hier drin ist, ist schon ein bisschen schwierig. Naja. Gut. Nächste Produkt. Hätten wir Apfel, Mango, Maracuja mit Chiasamen. Ja, Chiasamen ist ja bekannt, das sind ja irgendwelche Samen, die in Feuchtigkeit, also im Wasser aufgehen. Die sollen extrem gesund sein, schnell satt machen. Ja, wenn man sie so pur einfach in so einem Wasser auflöst, dann werden die sehr schleimig und rotzig. Also. So, schauen wir mal. Ja, ist natürlich jetzt blöd, ich benutze das ein oder dasselbe Glas, aber ist ja egal. Es geht ja darum, von der Konsistenz, so wie es schmeckt. Also, wie ihr seht, ist das auch so ein bisschen sehr breiig. Ja. Geschmacklich aber sehr gut. Gefällt mir besser als das Produkt davor. Kann man echt machen. Also ist lecker. Hat so ein bisschen was wie gepresste Kiwi oder so. Vom Geschmack her. Ist lecker. Ist gut. So, nächstes Produkt. Apfel, Erdbeer, Kirsche, Guana. Ja. So. Geruch. Ja, die riechen alle gleich. Also, Moment, erstmal den Rest aus dem Glas hier trinken. So. Na, okay, der Glas sieht natürlich jetzt ein bisschen widerlich aus. Aber egal. Konsistenz, wie man sieht, wesentlich flüssiger. Ja, Geschmack. Geschmack dominiert auf jeden Fall die Kirsche. Die Kirsche und die Erdbeere. Die dominiert auf jeden Fall. Schmeckt aber auch ganz lecker, auch, definitiv. Also würde ich mir auch wieder kaufen. Ist gut. So, nochmal ein Glas leer trinken. Ja. So, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Produkt. Und zwar Banane mit Drachenfrucht und andere Früchte. So. So. Mal kurz schütteln. So. Ja, es riecht, naja, das riecht schon ein bisschen anders. Das riecht schon so ein bisschen bitter. Von der Konsistenz.
So. Ja, ist ein bisschen dicker. Ein bisschen marmeladiger. Ja. Ja, Farbe so. So. Ach, so pink. Geschmacklich. Ja. Puh, ja, das ist jetzt mal richtig schwer. Also geschmacklich, da muss ich mal dran trinken. Also das ist jetzt ein bisschen sehr schwierig. Also mit verbundenen Augen könnte ich es nicht zuordnen, was es sein soll. Also ich könnte jetzt nicht die Banane rausschmecken, auch nicht hier die Drachenfrucht oder so. Keine Ahnung, also es schmeckt einfach nur so fruchtig, ja. Bisschen süß auch, aber man schmeckt jetzt nicht unbedingt raus, was da drin ist. Ja, würde ich es empfehlen. Nicht unbedingt. Also, ja, okay. Meine zwei Favoriten sind, tatam, diese zwei. Schmecken super, kann man sich mal geben. Und für 99 Cent beim Aldi kriegt man die. Sind die ganz lecker. Noch kurz zu erwähnen, ich bekomme kein Geld oder sonst irgendwie. Ich bekomme auch nicht die Produkte geschenkt. Ich kaufe die Produkte einfach nur so, weil ich davon ausgehe, das würde euch interessieren und mache damit einfach das Video. Ja, hoffe, euch hat es gefallen. Abonniert den Kanal, weil kommen noch häufiger solche Testgeschichten. Alles klar, danke, ciao, bis zum nächsten Mal.